Holger Strom, vielen Dank, dass du dich wiederum für Mölln TV zur Verfügung stellst für ein Interview. Es geht bei meinen ersten Fragen um nicht nur das Buch Friedlich in die Katastrophe, ein Weltbestseller der Atomgegner, es ist die Bibel, könnte man sagen. Es gibt einen Film, der das Buch berührt oder der bildnerisch umgesetzt wird, Friedlich in die Katastrophe. Wie kam es zu dem Film? Wie lang wird so ein Film, wann wird er zu sehen sein und ob überhaupt und welche Schwierigkeiten gab es im Vorfeld überhaupt, um den Film zu gestalten? Ja, das sind eine ganze Menge Fragen. Wir sind ein Jahr vor Fukushima angefangen. Also wir, das ist ein ganz junges Filmteam, es sind junge Menschen, die haben mir gesagt, heute ist keiner mehr in der Lage, ein 1300 Seiten Werk zu lesen. Wir müssen das anders machen, wir müssen zeitgemäß einen Film erstellen, der spannend ist, wo auch junge Leute sich für interessieren und den man auch in Kinos zeigen kann. Also ein regelrechtes Film für Kino. Und ja, das Problem war natürlich, sowas ist sehr teuer. Nun haben wir Glück, dass die meisten das billig mitgemacht haben, entweder für eine Aufwandsentschädigung oder sogar umsonst. Aber dennoch, es ist teuer, weil ausgerechnet die öffentlich-rechtlichen Anstalten, die also von Steuergeldern finanziert werden, die haben exorbitante Gelder verlangt für ein paar 30 Sekunden, mal aus einem Film oder dem anderen. Und auch sonst haben sie versucht. Es ist ja in erster Linie ein Dokumentarfilm. Ja, aber es ist nicht als Dokumentarfilm aufgezeigt. Es ist also, wir interviewen dort führende kritische Wissenschaftler. Und die haben dann schon mal am Anfang erklärt, bisher sind wir nur immer zensiert worden. Wir haben Interviews gehabt, und nachher haben wir uns selber nicht mehr erkannt im Film, weil es alles so zusammengeschnitten worden, dass es ganz harmlos war. Andere von den Wissenschaftlern und Politikern haben auch gesagt, dass sie massiven Druck ausgesetzt worden sind, dass man sie erpresst hat, dass man sie bedroht hat, dass sie also keine Möglichkeit sehen, eigentlich ihre Meinung zu sagen. Und wir haben dann gesagt, doch, bei uns im Film, wir bringen das, was die anderen verschweigen. Und das ist auch der Grund, warum wir den Film zum zweiten gemacht haben, in den öffentlichen, rechtlichen und in den Medien und Fernsehsendern wird eigentlich nur verharmlost und gelogen. Obgleich in diesem Film, ich weiß es, zum Beispiel auch Hermann Scheer, ja, dabei ist, der just Verstorbene. Ja, Hermann Scheer hat mir erzählt, wie viel Ärger er gehabt hat und er massiv bedroht ist. Und ich hege da auch leichte Zweifel, ob er so auf normalem Wege gestorben ist. Er hat ja, wie ich gehört habe, Probleme gehabt mit der Aorta, das ist also die Hauptschlagader. Und wir wissen also vom KGB, dass die früher ihre Abtrünnigen mit einer Spezialchemikalie, die wurde dann kurz vorher versprüht, mal einmal eingeatmet hat, dann ging eine Stunde später der Blutdruck rasant hoch, dass man einen Hirnschlag, Herzschlag bekam oder die Aorta riss. Und das ist ja wohl bei Hermann Scheer der Fall gewesen. Eigentlich müsste doch ein Film wie Friedlich in die Katastrophe, so wird er glaube ich auch heißen, ja, müsste doch nach der Geschichte Fukushima davor und danach und den Gefahren, denen die Menschen da jetzt über Jahrhunderte ausgesetzt sind, Jahrtausenden, und der Atomwende durch die Bundeskanzlerin in die Wege geleitet, welch Wunder, nicht die Grünen, nein, die Atomkanzlerin hat eigentlich die Wende herbeigeführt, müsste doch so ein Film mit Kusshand aufgenommen werden. Ja, das ist nicht der Fall. Wir haben auch viel Unterstützung bekommen, das möchte ich nochmal erwähnen, von etablierten Institutionen. Und es ist zum Beispiel Eva Mattes und Gunter Schoß. Die Schauspielerin Eva Mattes. Ja, die sprechen die Kommentare, haben sie alles umsonst gemacht. Also auf der anderen Seite sind wir natürlich auch behindert worden. Nun haben viele Experten aus der Filmindustrie sich den Film schon angesehen und haben gesagt, der ist großartig, aber ihr werdet den in kein Kino reinbekommen und in keinen Fernsehsender. Dazu ist er zu kritisch. Und die Mächtigen in diesem Land, die werden schon dafür sorgen, dass der nirgendwo öffentlich erscheinen kann. Also wir müssen wahrscheinlich über Programmkinos und alternative Kinos und über Bürgerinitiativen das machen.
die Brennstäbe, die ja so brandgefährlich sind. Welcher Brennstab hält Holger Strom eigentlich immer noch am geistigen Leben, immer noch massiv sich mit seiner Stimme, mit Wort und Buch immer noch wieder zu melden? Ist der Brennstab nicht mal irgendwann abgebrannt? Was ich merke, da steckt so viel Funkenleben drin. Wenn man sich oft sieht, dann merkt man, dass da nicht nur ein gefährlicher Mann im Sinne von Aufmerksamkeit erregen für das Thema. Insofern ist Gefährlichkeit ja sogar gut. Aber strengt das nicht an? Nur die Schikanen, denen man ausgesetzt wird, bis hin zu Morddrohungen und Probleme, die man auf jedem Gebiet bekommt. Also ich könnte da jetzt den ganzen Tag drüber reden, was man mit mir so gemacht hat. Aber ich bin seit 50 Jahren dabei. Und das heißt, wenn ich jetzt aufgeben würde, wäre ja alles sinnlos gewesen. Ich hätte mich gleich schmieren lassen können, dann wäre ich reich geworden und hätte keinen Ärger bekommen. Und kommt noch etwas hinzu. Jeder versucht ja im Leben etwas Sinnvolles zu tun. Und ich habe die Gewissheit, dass das, was ich tue, nämlich für das Leben kämpfe, eigentlich im Grunde das einzige Sinnvolle ist, was man im Leben machen kann. Apropos sinnvoll, wie sinnvoll ist eine Atomwende aus dem Munde der Kanzlerin zu nehmen? Nicht nur sinnvoll, wie glaubwürdig ist sie im Zweifelsfall? Ja, ich traue dem Ganzen nicht über den Weg. Wir sehen es ja auch schon. Jetzt wird also die Sonnenindustrie ja praktisch abgewürgt in Deutschland. Und es sind ja auch Stimmen zu vernehmen aus der Industrie, die sagen, das war ein Riesenfehler, den müssen wir rückgängig machen. Und ich glaube, man arbeitet darauf hin, um dann irgendwann einen Stromnotstand zu provozieren und dann zu sagen, ja, wir müssen doch noch ein paar in Betrieb lassen. Also ich glaube an den Ausstieg nicht. Und es ist auch, was mich immer wieder erschüttert, ist ja eigentlich die Lüge, die flächendeckende Lüge, die wir erfahren. Aber da könnte ich auch ein paar Beispiele dazu sagen. Ein Beispiel? Ja. Wir sind ja in der Stadt von Till Eulenspiegel, der hat weniger gelogen. Der hat eigentlich den Leuten den Spiegel vors Gesicht gehalten. In diesem Fall ist es ja ein Brennstab, den man den Leuten vors Gesicht halten sollte. Und die Gefährlichkeit. Ja, ich halte den Leuten auch den Spiegel vor allen Dingen in der Gesellschaft. Und das macht sie überhaupt nicht. Wenn ich zum Beispiel Fukushima nehme, gleich danach war ich entsetzt über die Lügen, die wir täglich im Fernsehen und die Medien hörte. Und ich habe dann Kontakt aufgenommen und die haben mir dann gleich gesagt, Holger, wir dürfen nichts mit dir machen, das weißt du ja selber. Aber nun erzähl uns doch mal, was da passiert, weil uns belügt man auch nur. Dann, als herauskam, weil TEPCO zugab, dass 3 Chorverschmelzen stattgefunden haben, waren dann auch die Nachrichtensender bei mir und haben gesagt, wir wären auch nur belogen. Und wenn einer uns die Wahrheit sagt, dann du, nun erzähl mal. Und die haben dann Interviews mit mir gemacht und die wurden ihnen dann weggenommen. Die durften nicht gesendet werden von ihren Chefs. Also TEPCO ist die Betreibergesellschaft der Atomkraftwerke. Im Moment oder im nächsten Monat, glaube ich, sind für wenige Wochen alle Atomkraftwerke in Japan ausgeschaltet, zwecks Überprüfung. Wäre das so schlau, das auch mal in Europa zu tun? Ja, kommt ja nichts bei raus. Da wird ja auch nur gemauschelt und gelogen. Es sind die gleichen Leute, die dann überprüfen, die uns vorher schon erzählt haben, dass alles sicher ist. Und wenn wir zum Beispiel nur mal Japan nehmen, da ist ja auch bis heute nur gelogen. Das war das Interessante, als also ein Jahr Jubiläum war, wurde in Arte und auch im ZDF wurden Sendungen ausgestrahlt, wo man über diese unglaublich dreisten Lügen erzählt hat in Japan. Und auch der japanische Ministerpräsident Nato Kan, oder ehemalige, hat, nachdem er abgesetzt wurde von TEPCO, man stelle sich das vor, ja erzählt, wie dreist er belogen wurde, wie er erpresst worden ist, wie man ihm gedroht hat. Also da ist das Ganze ein bisschen herausgekommen. Wenn wir also sehen, dass die Atomindustrie eng mit der Mafia verwoben ist und mit der Industrie, die ja auch von der Mafia kontrolliert wird, zum Beispiel werden die großen Sender CBS und NBC in Amerika, der Eigner sind General Electric und Westinghouse. Das sind die beiden Hersteller von Atomkraftwerken. Und bei uns ist das nicht so ganz so offensichtlich, aber natürlich haben die großen Firmen Siemens
und die großen Elektrizitätswerke einen enormen Einfluss. Wann kommt der Film raus? Wann? Im Herbst. Im Herbst. Also wahrscheinlich ab September werde ich dann anfangen zu tingeln von einem Alternativkino zum anderen, weil das ist ja die einzige Möglichkeit, den Film, damit er nicht totgeschwiegen wird. Und ich tue das auch. Mittlerweile sind ja die Gutmenschen, die politisch Korrekten, die auch gegen Atomenergie sind, die schweigende Mehrheit. Und die hat ja zum großen Ganzen kein fundiertes Wissen. Und so eine Masse lässt sich immer leicht manipulieren. Aber auch bei vielen anderen Atomgegnern, dort herrscht nicht mehr das Wissen, was vor 30 Jahren noch da war, als man sich wirklich das mühsam angeeignet hat. Es ist eine emotionale Sache. Ich bin gegen Atomenergie. Ja, die sind gefährlich, aber man weiß nicht richtig, warum. Und wenn man Menschen aktiv haben möchte, dann müssen die genau wissen, warum. Und das versuchen wir jetzt, diese Lücke mit dem Film zu schließen. Das sind also wirklich die hervorragendsten Wissenschaftler in Deutschland, die dort frei von der Leber sprechen. Und der Film ist so schlimm, kann man sagen, weil viele dieser Wissenschaftler haben den bereits gesehen, weil sie sollten ja auch dazu kommentieren, ob sie damit zufrieden sind, ob da noch Schwachstellen drin sind. Und wir haben von denen gehört, obwohl sie gemeint haben, dass sie ja wirklich schon alles wissen über das Thema, dass sie danach nicht mehr schlafen konnten, die Nacht. Das sagt ja schon einiges. Also ein sehr gruseliges, reales Thema. Ja, die Realität ist leider schlimm. Nur wir wollen das nicht wahrhaben. Wir wissen ja aus der Neurologie, aus der Gehirnwissenschaft und Forschung, dass der Mensch 80% emotional reagiert und nur 20% nach Ratio. Und wir wollen diese unangenehmen Dinge einfach nicht wahrhaben, weil sie uns belasten.